Welchen Preis bist du bereit zu zahlen, dass du dich impfen lässt gegen Covid oder dass du dich nicht impfen lässt gegen Covid? Das ist die Frage, zu der mich die Kommentare unter dem letzten Video inspiriert haben. Das letzte Video ist ja wirklich ganz, ganz oft geklickt worden und da an dieser Stelle auch meinen herzlichen Dank dafür. Ich glaube, ich habe damit ein Thema getroffen, was viele interessiert hat. Ich habe aber auch drei kritische Kommentare bekommen, auf die ich einmal eingehen möchte. Und ich habe dann noch, ich hatte gestern, also am Dienstag, gynäkologischen Notdienst und ich habe einen Anruf bekommen. Ja, der hat mir sehr zu denken gegeben und er hat mir eigentlich auch gezeigt, dass das Thema ein ganz wichtiges Thema ist. Und deshalb werde ich dir am Ende auch von diesem Anruf berichten, der es wirklich in sich hat. Aber jetzt erstmal. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Dein spätes Mutterglück. Mein Name ist Göstinghoff, Dr. Heidi Göstinghoff. Ich bin Frauenärztin und Kinderwunschexpertin. Mit dieser Videoreihe möchte ich dir helfen, schneller schwanger zu werden. Zu dem letzten Video gab es ganz, ganz viele Kommentare und eben auch drei kritischere Kommentare. Der eine Kommentar schrieb: Impfen ist lebensgefährlich. Der andere fand mutig, dass ich mich dazu äußere, weil es da ja noch keine Langzeiterfahrung gibt und überhaupt. Im Moment werden ja nur die über 60-Jährigen geimpft. Und der dritte Kommentar warf mir Angstmache vor. Und das, obwohl ich Ärztin bin. Ich gehe auf alles mal ein und die Frage ist für mich natürlich auch tatsächlich, welchen Preis zahlst du dafür, wenn du dich impfen lässt und welchen zahlst du dafür, wenn du dich nicht impfen lässt? Denn das ist ja vielen gar nicht klar. Du zahlst doch einen Preis dafür, wenn du dich nicht impfen lässt. Du zahlst im Leben für alles einen Preis, für jede Entscheidung. Und wir gucken uns jetzt mal beide Seiten an, damit du für dich die richtige Entscheidung treffen kannst. Insgesamt muss man ja sagen, wir haben jetzt so eine Inzidenz, ich glaube von 170 oder so, oder knapp 200 auf 100.000. Das ist jetzt 200 Erkrankte auf 100.000, das ist jetzt nicht so riesen viel. Das heißt, für viele ist Covid noch weit weg und viele kennen auch gar keinen ernsteren Covid-Fall in der Familie oder im weiteren Umfeld. Das heißt, bei mir sieht das ganz anders aus. Ich bin den ganzen Tag unterwegs und in der Praxis und ich sehe an meinen Spitzentagen bis zu 30 Leute und da hörst du schon die eine oder andere Geschichte, wo dir manchmal echt so ein bisschen eiskalten Schauer über den Rücken läuft. Also dieses Angekommensein in der Mitte der Gesellschaft, das haben wir bei Covid, glaube ich, bei manchen Leuten noch nicht. Wenn du in der indischen Metropole leben würdest oder in Manawa, dann wäre das, glaube ich, ganz anders mit der Risikoeinschätzung, was Covid angeht. Covid ist reine Mathematik. 5 bis 10% aller Erkrankten erwischt es etwas härter, die müssen ins Krankenhaus und 1% müssen intensivmedizinisch behandelt werden. Das sind Fakten, das ist keine Panikmache. Und wenn Dr. Google am 24., nein, am 28.04. um 8 Uhr gefragt hast, hast du 22, 30 Neuinfektionen. 10% sind 2203 Menschen, die es dann etwas härter mit Covid erwischt und 1% sind 220 Menschen, die dann intensivmedizinisch in 14 Tagen betreut werden müssen. Das hört sich jetzt erstmal nicht viel an, aber wenn du die Intensivstation betrittst, dann bleibst du meist Dauergast für 4 bis 6 Wochen. Das heißt, nein, für 6 bis 8 Wochen sogar. Das heißt, da kommen jeden Tag, wenn wir bei einer stabilen Lage bleiben, 220 Leute dazu, aber die von den Vortagen liegen auch noch auf der Intensiv. Das ist eben auch so ein bisschen die Berechnungsgrundlage, warum die Politik ab und an mal die Notbremse zieht, wenn wir es noch gar nicht so wichtig erachten. Und das sind die einen Sachen. Die anderen Sachen, worüber auch wenig gesprochen wird und was jetzt mehr in das Blickfeld so langsam kommt, sind die Spätwirkungen von Covid, Long-Covid. Ich habe eine Freundin, eine Kollegin, die hat sich infiziert um die Jahreswende und die hat sich auch nicht schwer infiziert. Aber sie sagt, sie hat heute noch, und wir haben jetzt April, Ende April, Beschwerden und sie hat also noch auch so ein bisschen Konditionsprobleme. Ja, und dann gibt es auch noch den Pathologen, der dann irgendwann sagte, wenn ich mir die Gefäße der Covid-Erkrankten angucke, sind die 10 Jahre älter. Da wäre ich fast 70. Also ich hoffe, dass das mit den Gefäßen reversibel ist, aber auch das sind Dinge, die man noch gar nicht so einschätzen kann. Eine Patientin hat das Ganze mal so formuliert, man glaubt es immer alles gar nicht, was so in den Medien steht, bis es einem selbst passiert. Da hat es die ganze Familie samt der Schwiegereltern und sie sagt, also wir haben echt Ängste ausgestanden. Deshalb mal zu dem ersten Punkt. Frank, die Impfung ist lebensgefährlich.
Frank ist ein Mensch, der kein Gesicht auf dem Kanal gezeigt hat, aber schon vehement gegen mein Video vorgegangen ist. Und deshalb habe ich ihn auch gelöscht, weil die Informationen, die er verbreitet hat, für mich nicht verifizierbar waren. Und ich nicht möchte, dass sich jemand aufgrund falscher Informationen falsch entscheidet und dadurch zu Schaden kommt. Deshalb gibt es diesen Kommentar nicht mehr und ich gehe einfach nur noch mal drauf ein. Ja, es sind Menschen an Covid an der Impfung gestorben. Besonders AstraZeneca ist ja im Moment so in Verruf. Bis zum 15.04.2021 haben wir 4,2 Millionen Erstdosen von AstraZeneca verimpft und 4.153 Zweitdosen. 59 Hirnthrombosen sind aufgetreten, 12 der Betroffenen sind leider verstorben. So, das ist die eine Seite. Dazu hast du noch die Daten aus England. 20 Millionen Geimpfte, sogar mehr, mit 79 Hirnthrombosen und 19 Todesfällen. Es ist für jede Familie, die einen Menschen verliert, an einer Impfung tragisch. Die andere Seite ist aber die, Stand 28.04.2021 gab es 3.338.564 Menschen, die entweder eine Covid-Infektion durchgemacht haben oder noch durchmachen. Und an dieser Infektion sind in Deutschland, Stand 28.04.2021, 82.326 Menschen verstorben. Man kann sich jetzt streiten, ob der eine oder andere mehr dazu gezählt wird, aber 82.326 ist schon mal noch eine ganz, ganz andere Hausnummer. Da darfst du dich dann wirklich fragen, was ist gefährlicher, eine Covid-Impfung oder Covid? Covid ist schon so ein bisschen im Alltag integriert und deshalb ist es für viele, man stumpft ab bei diesen Meldungen. Ne? Aber man muss sich diese Zahlen mal wirklich vor Augen führen. Die Diktion um den AstraZeneca-Impfstoff, die ganze Diskussion, war auch in meinen Augen nicht immer sehr zielführend. Und sie hat viele verunsichert und ist oft auch ungeschickt geführt worden. Und auch diese Verunsicherung trifft auch mich als Mediziner ab und an noch mal ganz hart. Aber sie zeigt dir drei Dinge. Erstens, die Nebenwirkungen werden gefunden und sie werden dokumentiert. Zweitens, es wird auf die Nebenwirkungen reagiert. Und drittens, es besteht schon eine Transparenz, dass eben die Sachen auch in die Öffentlichkeit getragen werden. Wenn du ein mündiger Bürger bist, musst du diese Transparenz auch aushalten. Das ist leider so. Und du musst dir dann eben deine Meinung bilden. Das ist der Preis. Ja, ja, auch ich habe dann manchmal überlegt, oh, ist das alles so gut? Und meine Entscheidungsgrundlage war, ich sehe jeden Tag ungefähr 30 Leute, wenn ich einen langen Tag habe. Und wenn ich mir vorstelle, also ich habe 30 Mal die Gelegenheit, an einem langen, wuseligen Tag mich anzustecken. Das ist für mich jetzt etwas Berufsrisiko. Das ist als Mediziner so, da muss ich einfach mit leben. Was für mich aber das Grauen in Tüten wäre, wenn ich 30 Leute am Tag anstecke, ich übertreibe jetzt mal, ne? Aber wenn ich eine Covid-Infektion hätte, hätte mich irgendwo angesteckt und würde es weitergeben, ohne dass ich es merke, da hätte ich dran zu knapsen, das muss ich ganz ehrlich sagen. Deshalb tue ich alles dafür, damit ich gesund bleibe und keinen anstecke. Da gehört Abstand halten, Hände desinfizieren, da gehört auch einen ganzen Tag von 8 bis 18 Uhr eine FFP2-Maske dazu und da gehört für mich auch die Impfung dazu. Das muss aber jeder für sich selbst entscheiden. Zur Freude meiner Patientin kann ich dann auch manchmal so ein bisschen zynisch werden. Und mein Spruch zu dieser ganzen Diskussion ist immer, wenn man an die Tabak- und Alkoholindustrie diese strengen Maßstäbe anlegen würde, wie sie viele Leute an die Impfung anlegen, dann wären die Jungs und Mädels in Dauerkurzarbeit. Wir setzen uns vielen Risiken aus, die sehr viel höher sind als die Risiken der Impfung. Die akzeptieren wir aber tagtäglich, weil sie für uns schon normal sind. Also ist vielleicht auch mal so ein Punkt, über den man mal nachdenken darf. Wie gesagt, lieber Frank, noch so eine ganz böse abschließende Bemerkung. Aus der Nummer Leben kommst du nie lebend raus. Die Frage ist immer, wie du vom Anfang bis zum Ende deine Zeit verbringst, wie lang sie ist und wie du abtrittst. Ob du mit so einem Tubus im Hals alleine auf der Intensivstation stirbst oder ob du friedlich mit 90 einschläfst. Wir haben nicht alles in der Hand, aber so ein bisschen können wir schon noch mit in der Hand haben. Ja, und dann kommen wir zum nächsten Kommentar. Markus fand, ich sei mutig, da es mit der Covid-Impfung keine Langzeiterfahrung gibt. Und im Moment seien ja eher erstmal die über 60-Jährigen dran, deshalb reproduktionsfähiges Alter, das ist ja gar kein Thema. Zu den Langzeiterfahrungen muss ich sagen, den Vektorimpfstoff gibt es schon lange. Da haben wir ganz, ganz viele Impfungen. Ja, er hat jetzt ein neues Virus draufgepackt bekommen.
Aber auch den mRNA-Impfstoff, den gibt es auch schon seit 9 Jahren. Er wird seit 9 Jahren geforscht und Covid war da einfach nur noch mal so ein Startbeschleuniger. Und die Zulassungsstudien waren die größten Zulassungsstudien, die man jemals gemacht hat. Und die sind weltweit durchgeführt worden. Auf der anderen Seite, die Langzeiterfahrung mit Covid, da hast du auch nur 1 bis 2 Jahre Vorsprung, wenn du die ganz frühen Fälle mit dazu zählst. Und Long-Covid ist auch noch was, was erforscht wird, wo man noch nicht weiß, wie lange das dauert. Ich habe einige Patientinnen, die berichten, dass Angehörige so um die 60 fit waren, dann mit Covid erkrankt sind und jetzt seit einem Dreivierteljahr den Rollator brauchen. Auch nicht so toll, oder? Ich habe aber auch ganz viele, gerade auch Jüngere, die das eigentlich auch ganz ohne große Probleme überstanden haben, jetzt aber sagen, dass Treppensteigen immer noch Hochleistungssport ist und das ein halbes Jahr später. Da weiß man auch noch nicht, was die Schäden am Gefäßsystem sind. Keine Ahnung. Das wird sich noch zeigen. Was auch schwierig ist, du hast so eine große Streubreite dieser Erkrankung. Es gibt Leute, die haben gar nichts gemerkt und es gibt Leute, die sind auf der Intensiv gelandet und auch verstorben. Deshalb ist es immer schwer einzuschätzen, wie es den Einzelnen trifft. Und das macht auch die Gefahrenrelativierung schwierig. Die meisten trifft es wahrscheinlich leichter, aber du kannst eben nicht voraussagen, ob es dich schwerer trifft oder nicht. Von daher hast du auch, was Covid angeht, kaum Langzeiterfahrung, genauso wenig wie mit der Impfung, da gebe ich dir recht. Und im Moment ist es nicht so, dass nur Menschen über 60 geimpft werden. Das Thema Kinderwunsch ist in meiner Praxis ein ganz, ganz alltägliches Thema, weil du hast viele Risikogruppen, wo du gerade auch Frauen im reproduktionsfähigen Alter hast. Kindergärtnerinnen, Grundschullehrerinnen, Pflegepersonal von Altenheimen und Krankenhäusern und, und. Da ist es tatsächlich im Moment so, dass auch viele jüngere Frauen geimpft werden. Wir haben ab und an mal die Situation, und die habe ich jetzt 3, 4, 5 Mal gehabt. Bei einer weiß ich noch, wir haben mittwochs die Insemination gemacht. Donnerstags rief sie an und sagt, ich kann am Samstag geimpft werden. Ich sage, nein, Sie haben Magen-Darm-Grippe, bitte. Ja, das geht oft sehr, sehr schnell. Mein Rat ist dann immer, wenn jemand in so einer Situation steckt, wenn du jetzt eine reproduktionsmedizinische Maßnahme hast oder weißt nicht, ob du schwanger bist, wenn es kurz vor der Periode ist, kannst du einen Frühtest, einen Frühschwangerschaftstest machen. Das haben wir mal mit jemandem durchexerziert, der war dann tatsächlich schwanger oder die war tatsächlich schwanger. Und da haben wir dann gesagt, okay, die Impfung findet nicht statt. Wenn das nicht der Fall ist, dann guck, dass du irgendwie den Termin verschieben kannst, bis du weißt, ob du schwanger bist oder nicht. Das wäre mein Rat. Aber es ist nicht so, dass nur Leute über 60 geimpft werden. Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist, wir impfen ja auch in der Praxis. Und es ist so, dass wir im Moment die Begleitpersonen der Schwangeren impfen oder die Kontaktpersonen. Und wir kriegen aber jetzt zunehmend mehr Impfstoff und die Impfpriorisierung wird in den nächsten Wochen und Monaten fallen, sodass das Thema für viele schon auch ein Thema ist, wenn sie jünger sind. Und der dritte Kommentar, der warf mir Angstmache vor, ob dann das, obwohl ich Ärztin bin. Ich bin Medizinerin mit Leib und Seele und ich bin Kinderwunschärztin mit Leib und Seele und ich möchte, dass meine Patienten gesund bleiben und ich möchte, dass meine Patienten schwanger werden und zwar gesund schwanger werden. Deshalb mache ich auch diesen Videokanal und deshalb mache ich auch diese ganze Recherche zu den Dingen und stelle mich auch dieser Kritik. Ja, also ich mache keine Panik. Und so ein Video wie ein Corona-Video ist dann aber auch manchmal auch undankbar. Du musst aber als mündiger Bürger auch aushalten, dass jemand eine andere Meinung hat. Das hat nichts mit Angstmache zu tun. Das ist das, was ich tagtäglich in der Praxis auch erfahre. Und wenn du sagst, du möchtest selbst entscheiden, alles kein Thema, aber dann musst du dich auch in beiden Richtungen informieren und nicht nur in der Richtung, die für dich bequem ist. Man muss ja erst mal gucken, dass man einen Impftermin kriegt, man muss den Arm hinhalten, dann hat man Angst vor Spritzen. Ne? Das ist ja alles unbequem. Der Preis dafür ist, dass du dich infizieren könntest. Der Preis, wenn du dich impfen lässt, ist, dass du vielleicht auch an einer Impfreaktion erkrankst. Es hat alles seinen Preis. Ich bin ganz froh, dass ich geimpft bin, einfach für meine Patienten, weil die Chance, dass ich sie anstecke, ist deutlich geringer. Ich kriege jetzt Mitte Mai auch meine zweite Impfung. Ich bin das erste Mal mit Astra geimpft. Ich habe es gut überstanden. Wir diskutieren auch noch so ein bisschen, wie wir es machen. Vermutlich werde ich die zweite Impfung mit BioNTech dann doch nehmen, weil das versicherungsrechtlich abgedeckt ist. Aber ich muss mich natürlich auch diesen Zweifeln stellen. Ja? Also mache ich jetzt die eine fertig, mache ich die andere weiter? Das ist für mich auch eine Entscheidung. Ich habe jetzt für mich entschieden, ich guck noch mal, wie bis dahin die Datenlage aussieht und entscheide dann relativ spontan. Das muss ich aber dann auch aushalten. Und ich bin froh,
dass meine Mutter sich entschieden hat, sich impfen zu lassen. Die ist 89 und hat eine Lungenerkrankung. Das macht es mir sehr viel leichter, dorthin zu fahren, und ich fühle mich für sie sehr viel sicherer. Ich habe nicht mehr so viel Angst um meine Mutter. Und auch mein Hinterkopf sagt, Heidi, du bist einmal geimpft. Du hast eine um 65% reduzierte Chance, dich zu infizieren. Das ist schon ganz gut. Das heißt nicht, dass ich jetzt auf Mundschutz und Händedesinfektion und Abstand verzichte. Nein. Aber das heißt für mich schon so ein bisschen durchatmen. Ne? Und das hat nichts mit Panikmache zu tun. Also es ist für mich was befreiend, die Impfung zu bekommen. Aber das muss halt jeder auch für sich selber so ein bisschen entscheiden. Was ich so gar nicht so toll finde, das ist so die Gruppe meiner Lieblingsmenschen, und jetzt werde ich wieder böse, die gegen Corona, gegen die Regierung, gegen Abstand, gegen Mundschutz, gegen Händedesinfektion, gegen Lockdown, gegen Impfung, gegen Schnelltestung sind. Von dieser Gruppe von Menschen hörst du selten einen konstruktiven Vorschlag, der dir vielleicht auch mal einen Weg zeigt, wie wir aus dieser Misere rauskommen. Und das ist ja auch kein nationales Problem, was wir hier haben. Also von daher, guck, dass du alle Informationen bekommst, die du bekommen kannst, und triff eine fundierte Entscheidung. In diesem Fall ist es oft nicht so eine Bauchentscheidung. Und manchmal, und das ist jetzt der Anruf vom Dienstagabend, trifft dich Corona unvermittelter und bescheuerter, als du es dir wirklich vorstellen kannst. Ich habe am Dienstag gynäkologischen Notdienst gehabt, und um 10:45 rief jemand an und sagte, ich habe mal ein paar Fragen. Ich, okay. Dann hat sie erzählt, eine schwierige Schwangerschaft, eine vorzeitige Schnittentbindung, Kind auf der Intensiv, jetzt seit einer Woche zu Hause. Und beim Abendbrot hat sie halt gemerkt, ich schmecke nicht, ich rieche nicht richtig. Ich schon, oh. Ja, und wir haben auch schon einen Schnelltest gemacht. Also sie hat das nicht so salopp erzählt, sondern die war echt fertig. Ne? Ich habe schon einen Schnelltest gemacht und der ist auch positiv. Da kannst du dir echt vorstellen, was da für ein Kopfkino abgeht. Die hat das Kind eine Woche zu Hause und die hat natürlich geknuddelt und geschmust mit dem Kind. Und das ist auch richtig, das Kind braucht das. Das Kind war auf der Station, auf der Intensivstation, und das hat Nachholbedarf. Und die Mutter auch. Alles gut, kein Thema, alles richtig gemacht. Aber wenn du dann einen positiven Test hast, dann geht dein Kopfkino an. Und ich konnte ihr da auch nicht weiterhelfen. Ich hatte den Fall noch nicht. Ja. Ich habe am Mittwochmorgen dann schon nochmal mit ihr telefoniert, und sie kriegt jetzt auch einen Test vom Gesundheitsamt gemacht. Und das werden die nächsten 14 Tage werden für diese Frau die Hölle werden. Nicht für sich selbst, das glaube ich, kriegt sie gebacken, sondern da ist ja auch immer die Angst um das Kind. Ja? Und von daher, sie sagt, ich habe nur zu zwei Menschen Kontakt gehabt und trotzdem hat sie sich infiziert. Also das ist keine Angstmache, das ist wirklich real. Und ich wünsche derjenigen, die gesagt hat, das ist Angstmache, dass sie wirklich nie jemand kennenlernt oder nie selber eine Infektion bekommt. Aber ich sehe immer wieder, wie unvermittelt das die Leute trifft. Und diese Geschichte war auch wieder so eine, wo ich dann erstmal in meinem Sessel saß und dachte, okay, gehe ich jetzt ins Bett oder hole ich mir erstmal nochmal einen Cognac, um das zu verdauen? Also ich bin ins Bett gegangen, ja. Aber das sind so Geschichten, wo ich immer denke, ja, es ist eine realistische Gefahr, ne? Ich hoffe, dass ich dich jetzt mit diesem Video nicht komplett verunsichert habe. Aber guck dir an, was du machst. Du zahlst tatsächlich für alles einen Preis. Und wenn du nur in der Bude hockst und hoffst, dass du dich nicht ansteckst, zahlst du den Preis der Vereinsamung. Und wenn du jemanden hast, wo du sagst, der müsste sich das Video auch mal angucken, für den ist das etwas, dann teil das einfach. Wenn du den Kanal noch nicht abonniert hast, dann würde ich mich freuen, wenn du das tust. Es gibt ja auch andere Videos als nur Covid. Das ist eigentlich eher so ein kleines Nebenthema. Und wenn du die Glocke abonnierst, dann verpasst du auch kein weiteres Video. Ich wünsche dir, dass du gesund bleibst und wenn du dich impfen lässt, dass du da auch ohne Nebenwirkungen durchkommst und diese Entscheidung nicht bereust. Ansonsten drücke ich dir die Daumen, dass du ganz schnell dein Wunschkind im Arm hast. Alles Liebe, deine Heidi.